Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. Und in dieser Folge wollen wir uns die Verzauberung Reparatur holen und vielleicht auch ein paar andere coole Verzauberungen, je nachdem wie es halt läuft. Und die Verzauberung Reparatur ist halt richtig nice, denn damit kann man alle seine Rüstungsteile und Waffen und auch seine Werkzeuge reparieren lassen. Und zwar einfach, indem man Erfahrungspunkte einsammelt. Das bedeutet mal angenommen, ich hätte jetzt auf der Schaufel Reparatur, hier könnte ich jetzt einfach zur XP-Farm laufen, die Schaufel in die Hand nehmen und dann würde ich die ganze Zeit meine Schaufel eben wieder ein bisschen haltbarer machen, weil die ist ja schon relativ weit kaputt gegangen. Und das Problem ist jetzt allerdings bei der Verzauberung Reparatur, dass man die halt nicht beim Verzauberungstisch bekommen kann, sondern eben nur durch irgendwelche Kisten, die man findet, oder eben durch Villager, mit denen man handeln kann. Die bieten das Buch nämlich manchmal an. Und dafür ist diese ganze Farm hier, und die werde ich euch jetzt einmal zeigen. Die sieht jetzt vielleicht ein bisschen groß aus und ein bisschen, ja, unverständlich, aber eigentlich ist sie total einfach. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar ist das ganze Herzstück dieses Ding hier, und zwar ist das ein Villager Breeder. Dazu habe ich jetzt mittlerweile, glaube ich, schon zwei Tutorials gemacht, wie das funktioniert. Und die Idee ist eigentlich, dass wir hier vier Villager haben und die farmen hier die ganze Zeit und werfen sich dann Sachen zu. Und weil hier eben Betten sind und auch Workstations, also die Komposterblöcke, denken die halt, das ist ein Dorf und dementsprechend vermehren sie sich. Und irgendwo ist hier, glaube ich, eben noch ein Kind rumgelaufen. Und die Kinder fallen dann eben in diese Löcher rein. Die sind allerdings zu groß für die normalen Villager, aber die Babys fallen da eben rein und dann werden sie eben vom Wasser hier entlang getrieben, das kann ich euch mal zeigen. Das geht dann hier runter, tralala, und dann fallen sie hier in ein Loch rein. Und da können wir auch mal kurz reingehen. Dann landen sie nämlich hier, hier haben wir auch das Baby von eben. Und die werden jetzt hier irgendwann, eben, wenn sie groß sind und stark, wollen sie eben arbeiten und gehen zu einem der Workstation-Blöcke hin. Das sind in diesem Fall diese Lectern-Blöcke. Und wenn sie da hinlaufen, dann geht der Pisten hoch und sie kommen eben nicht mehr raus. Und wie man sowas baut, werde ich euch auch nochmal schnell zeigen. Und mit diesen Buchhändlern, sage ich mal, die eben die verzauberten Bücher vertauschen, mit denen kann man handeln. Und zwar nehmen die ganz oft Zuckerrohr an. Das bedeutet, oder eigentlich kein Zuckerrohr, sondern eigentlich Papier bzw. Bücher. Und deswegen habe ich hier halt eine große Zuckerrohrfarm, damit wir halt immer genug Zuckerrohr zum Tauschen haben. Und gleichzeitig habe ich dann hier hinten auch noch eine Kuhfarm, eben für die Bücher, damit man auch Bücher tauschen kann. Dafür braucht man ja Leder. Und dafür habe ich dann auch noch eine Weizenfarm hier, damit wir die Kühe immer vermehren können. Allerdings sind Bücher tatsächlich relativ selten, dass sie die tauschen wollen. Und dementsprechend ist halt vor allem Papier das, was die eben vertauschen oder getauscht haben möchten. Und dafür ist halt diese große Farm, dass man hier dann einfach alles abbauen könnte. Man könnte auch eine automatische Farm hier hinbauen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil, keine Ahnung, warum auch immer, hat eigentlich keinen Grund. Und dann ist es halt so, dass sie hier irgendwann reinlaufen, wie die hier zum Beispiel. Und da kann man einfach Rechtsklick machen und mit denen tauschen. Und der hier ist ja zum Beispiel relativ weit schon getauscht. Der hat jetzt hier zwei verzauberte Bücher zum Beispiel im Angebot. Allerdings haben wir hier Piercing 2, das will ich eigentlich nicht haben. Und Multishot ist jetzt auch nicht so geil. Und da hoffen wir jetzt halt drauf, dass wir irgendwann dann Mending bekommen. Der hier hinten ist auch relativ weit durchgetauscht und der hat sogar zum Beispiel Silk Touch, also Behutsamkeit. Das ist eigentlich ziemlich nice, das werde ich mir auch irgendwann holen. Aber erstmal zeige ich euch jetzt, wie man hier so eine Zelle baut. Und zwar habe ich nämlich hier nochmal das ganze Zeug hingelegt, beziehungsweise fast das ganze Zeug. Wir brauchen nämlich noch einen Halbstein. Hier, ach, hier sind auch welche. Gut. So, mache ich mal so. Und dann zeige ich euch das mal in diesem Beispiel hier. Und zwar haben wir hier quasi eine so eine Zelle, wo dann halt später sowas rein soll. Und das bedeutet, wir platzieren erstmal hier vorne hin einen Lectern-Table. Das bedeutet, das ist das, womit sie dann eben diesen Beruf erlernen, dass sie Buchhändler werden quasi. Und dann stellen wir da über nochmal einen Halbstein, damit eben die kleinen Baby-Villager da nicht raushüpfen könnten, weil die könnten sonst einfach darüber springen. Hier oben machen wir den Block weg, da stellen wir einen Dispenser hin, der mit dem Loch nach unten zeigt, tun da dann einen Wassereimer rein und dann können wir eigentlich hier schon hingehen. Ich mach mal hier ein Loch, aber das war ein zu weit so. Ich mach mal hier ein Loch hin, damit halt die Villager das auch sehen können. Und dann, wenn der hier jetzt groß ist und arbeiten möchte, dann wird er eben zu einem von diesen Blöcken hinlaufen. Kann er sich dann aussuchen, zu welchem. Und wenn er dann hier hinläuft, soll es so funktionieren, dass dann hier quasi ein Pisten hochfährt. So, und dafür legen wir dann da einfach eine Druckplatte hin. Das bedeutet, wenn man da jetzt hinläuft, kann ich euch mal zeigen, dann geht das Ding hier hoch und man kommt jetzt nirgendwo mehr raus, wenn man einfach zu groß dafür ist und dementsprechend ist man da halt gefangen. So, und dann können wir noch von außen einen Knopf hier oben gegen tun. Das sorgt nämlich dafür, wenn wir jetzt zum Beispiel einen schlechten Villager haben, der halt nicht das hat, was wir haben wollen. Zum Beispiel habe ich hier, ah ne, den wollte ich behalten, dann tue ich den mit einem Multishot einfach weg. Also Multishot ist eigentlich cool, aber kriegt man halt auch sonst so. Und den zum Beispiel wollen wir jetzt nicht mehr haben, das bedeutet, ich drücke jetzt einfach oben den Knopf und dann kommt hier eben Wasser hin und der wird jetzt ertrinken und wenn er ertrunken ist, dann kann ich den Knopf nochmal drücken und dann ist das Wasser wieder weg und da könnte halt ein neuer Villager hinkommen. Und alles, was man jetzt eigentlich machen muss, ist hier einfach nur AFK warten, bis halt Villager kommen, die man ansprechen kann, ob die halt handeln. Zum Beispiel dieser hier, wie gesagt. Und jetzt seht ihr, dass der hier sterben wird. So, der trinkt jetzt hier.
Und wenn er tot ist, dann können wir einfach nochmal den Knopf drücken und dann wird das Wasser wieder eingesammelt. Und hier könnte jetzt einfach wieder ein Villager ganz normal reinlaufen. Und dann gucken wir, ob wir mit dem handeln können. Und der hier zum Beispiel bietet auch Flamme an, das ist eigentlich ganz cool. Allerdings will er dafür 13 Emeralds haben und ein Buch. Das ist schon ziemlich teuer. Aber wir können hier auch für Emeralds Dingsbums tauschen. Bücherregale, was auch ziemlich nice ist. Weil jetzt können wir nämlich einfach aus dem Zuckerrohr hier hinten bei dem Typen eben Emeralds machen. Oder aus Büchern. Geht das auch manchmal. Oder hier aus Inksäcken, aber die sind relativ selten tatsächlich. Oder halt viel seltener und schwieriger zu bekommen als eben Zuckerrohr. Und dann können wir eben ganz viele Emeralds tauschen und mit den Emeralds können wir dann andere wieder tauschen und Bücherregale und bla 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 und so weiter und so weiter. Und ja, also jetzt müsst ihr eigentlich, wie gesagt, nur noch hier rumstehen und warten, dass eben aus dem Villager Breeder im Endeffekt Babys kommen, die dann eben hier durch dieses Wassersystem dahin gebracht werden. Und wenn die dann groß sind und einen Beruf erlernen, dann könnt ihr sie mal ansprechen und gucken, was sie dann so vertauschen. So, ich mach mal hier nochmal ein Licht hin. Und der hier zum Beispiel, wenn der jetzt groß und erwachsen ist, dann wird er hier reinlaufen, wir können mit dem tauschen. Oder eben nicht, wenn er ein schlechter ist. Und das werden wir jetzt hier auch machen. Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen AFK stehen und wenn ich hier so ein paar Villager habe, dann gucken wir mal, was die uns andrehen wollen. Und dann farm ich zwischendurch hier immer noch ein bisschen Zuckerrohr. Und dann schauen wir mal, was die uns so bringen. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt eine ganz schön lange Zeit hier die ganze Zeit getauscht und ich habe tatsächlich richtig viele coole Verzauberungen bekommen und tatsächlich auch Mending. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal, was wir jetzt alles haben. Also wir haben hier einen Villager bekommen, der tatsächlich Protection 4 tauscht. Das ist ziemlich gut, dann können wir nämlich unsere Rüstung mal ein bisschen verbessern, weil da ist ja noch nicht überall Protection 4 drauf. Ansonsten bietet der hier allerdings nichts Cooles an. Hier vorne haben wir dann jemanden, der verzaubert, der verkauft ein Buch mit Efficiency 5 einfach. Das ist natürlich richtig nice und gleichzeitig gibt er auch noch Multishot, was auch ganz nett ist und sogar Efficiency 4 auch noch dazu. Und lustigerweise ist Efficiency 4 einfach teurer als Efficiency 5, macht ja gar keinen Sinn, aber na, gut für uns im Zweifel. Dann haben wir hier den Villager der Mending vertauscht für 15 Emeralds und ein Buch, das ist ein relativ guter Kurs, glaube ich. Außerdem hat er noch Channeling, das ist auch ganz nett für einen Dreizack später, glaube ich. Ja, brauchen wir aber nicht unbedingt, der hier ist nicht gut. Der hat nur Impaling 4, da weiß ich jetzt nicht, ob ich den einfach ersaufen soll oder lieber nicht. Aber ihr seht schon, der hier war echt ein Schuss in den Ofen. Hier vorne haben wir, glaube ich, wieder einen, der nicht so toll war, genau. Dann haben wir hier Frostwalker 2, das ist auch richtig cool. Das kann man nämlich auf die Schuhe machen, da kann man so über Eis laufen, wenn man, also statt, also Wasser wird dann zu Eis und dann läuft man halt über Eis, statt halt zu schwimmen. Und der hier hat auch nochmal Silk Touch, das ist, glaube ich, der vom Anfang, der hier schon von Anfang an schon war. Und der hat halt, wie gesagt, Silk Touch und auch Frostwalker 1, aber der ist jetzt wohl doch nicht mehr so gut. Aber, was richtig gut ist, ist der Typ in Mending und da werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen was tauschen. So, und zwar hätte ich gerne Mending. Wir brauchen insgesamt für jedes Werkzeug einmal und für jede Rüstung. Das bedeutet, wir brauchen mindestens 8-mal Mending. Also 1, 2, 3, 4. Oh, mehr hat er nicht. Ist Mending jetzt alle? Ach nee, ich habe einfach keine Emeralds mehr. 5, 6, 7, 8. Und wir können uns noch mehr holen. Na, ich hole einfach so viel, wie es geht. Wir haben 10-mal Mending bekommen, haben wir noch irgendwo mehr? Wir haben keine Emeralds mehr, wir können auch, glaube ich, das meiste nicht mehr tauschen. Jetzt müsste ich erstmal wieder hier neue Villager bekommen. Und hat er jetzt ein neues Angebot, weil der hier nochmal so einen Effekt hat? Tatsache, wir haben nochmal Flame hier, also Flame hat er auch. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich wusste gar nicht, dass das hier noch weiter runtergehen kann, als das zu scrollen. Das müsste ich jetzt bei allen eigentlich nochmal machen. Oh, hier geht's auch. Achso, ja, okay, da hat ein Kompass. Kann der hier noch weiter runter? Ja, eine Uhr, wow. Ne, wir haben jetzt richtig gut Mending auf jeden Fall und damit können wir jetzt auf jeden Fall erstmal arbeiten. Ich überlege gerade, brauchen wir noch irgendwas? Efficiency 5 wäre auch nicht schlecht. Wir brauchen aber 26 Emeralds, das werde ich dann später einfach nochmal farmen, denke ich. Weil, wie gesagt, ich bin halt die ganze Zeit hierher gelaufen, habe einfach Zuckerrohr gefarmt, habe das getauscht und dann einfach die ganze Zeit. War jetzt nicht so spannend. Aber wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich glaube 10 Bücher Mending. Das reicht natürlich für jedes Werkzeug einmal. Das sind nämlich hier 3 Werkzeuge, denn das Schwert, denn die Rüstung sind auch nochmal 4. Wir holen uns eine Elytra später, also diese Flügel, also 5. Das bedeutet 9 Stück und 1 hätten wir dann noch über. Ich überlege gerade, wo könnte man denn noch Mending drauf machen? Oder ich glaube, ich behalte sonst einfach, würde ich sagen. Und wir haben natürlich auch richtig viele Level. Ich weiß, habe ich Bücher? Ja. Bücher habe ich auch mitgenommen. Und mit Büchern konnte man nämlich auch handeln. Dafür haben die auch Emeralds gegeben. Und das war halt sogar sehr viel besser als das mit dem Papier, deswegen habe ich halt vor allem Bücher getauscht. Deswegen war es auch super praktisch, dass ich die Kühe da hatte. Ansonsten wäre ich, glaube ich, nicht so vorangekommen tatsächlich, weil jetzt konnte ich halt entweder Bücher oder halt die Papiere sogar tauschen, statt halt nur eins von den beiden. So, ja. Und es ist halt, ich glaube, es liegt wirklich in der neuen Version, dass es hier so laggt, weil, ja, keine Ahnung, ich wüsste nicht, woran es sonst liegen soll.
Und da sehen wir schon unser Dorf. Können wir gleich mal schlafen gehen. Ich habe übrigens hier vorne auch die ganzen Felder gelootet, als ich da hinten hingegangen bin. Also ich habe hier das ganze Zuckerrohr und so abgebaut und die ganzen, das ganze Weed und sowas mitgenommen. Einfach damit wir da hinten halt das ganze Zeug haben und ich nicht immer hierher laufen muss. Ihr seht schon hier alles leer. Das muss ich auch irgendwann nochmal hübsch bauen. Also ich glaube, eine der nächsten Folgen wird dann so, wo ich dann die Welt hier mal ein bisschen verschöner. Weil so also ganz viele Sachen sind auch hier die Brücken und so. Wir brauchen mal richtige Brücken und nicht diese Dirtwege. Und ich mache nochmal hier ein bisschen so, zack. Das Pferd muss natürlich auch später dann noch in den Stall gebracht werden und sowas. Aber ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal Mending auf unsere ganzen Sachen drauf. Und ich hoffe, dass es überhaupt reicht. Ich habe jetzt 52 Level. Man kriegt auch... Oh, hier sind aber viele Viecher. What the fuck? Man kriegt auch richtig viele Level tatsächlich durch das Zaubern. Also ich habe angefangen, da war ich glaube ich nicht mal Level 30 mit dem Tauschen. Und jetzt habe ich halt Level 52, ne? Das ist schon ziemlich nice. Aber ich würde sagen, wie gesagt, wir werden jetzt hier erstmal... Ah, Protection 4 hätte ich auch noch gebraucht. Ein paar Mal. Na egal, also wir müssen auf jeden Fall... noch ein paar Mal hin mit Emeralds auf jeden Fall und dann tauschen. Und ich weiß nicht, soll ich jetzt hier noch ein paar Sachen verzaubern? Fire Protection brauche ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir packen da... Also haben wir schon irgendwas, was richtig gut ist. Also die Schuhe sind schon mal richtig gut. Die können wir schon mal nehmen auf jeden Fall. Und der Harnisch ist eigentlich auch ziemlich gut. Die Spitzhacke, die hier ist gut. Haben wir die Schaufel gut? Ja, die ist einigermaßen gut. Und das ist eigentlich auch gut. Also diese Sachen können wir eigentlich auf jeden Fall verzaubern. Der Rest ist hier noch nicht so toll. Ja, was heißt verzaubern, aber halt Mending da drauf packen. Kostet nur 2 Level, also es ist echt free eigentlich. Aber ich glaube, ich verzauber lieber trotzdem nochmal hier. Solange ich eben so viele Level habe, kann man ja nochmal was verzaubern. Okay, Fire Protection ist jetzt nicht so toll. Piercing auch nicht. Power 4 wäre ganz gut, glaube ich. Dann können wir uns einen guten Bogen machen. Feather Falling 4. Das ist natürlich richtig gut für die Schuhe. Knockback ist nicht so toll. Voilà. Sharpness 3 ist auch nicht so toll. Brauche ich nochmal ein bisschen mehr Lapis Lazuli. Zack. So. Jetzt haben wir Respiration, ist auch gut für den Helm. Knockback wieder. Warum will der mir hier die ganze Zeit Knockback andrehen? Efficiency 3 ist halt auch nicht so toll. Power 4 nochmal, dann können wir uns auf jeden Fall einen richtig starken Bogen machen. Unbreaking 3 kann man auch immer mal nehmen. Wobei man theoretisch kein Unbreaking mehr braucht, weil man halt Mending hat, weil da gehen die Sachen ja sowieso nicht kaputt. So, also was haben wir jetzt alles? Wir können erstmal den unnötigen Scheiß aussortieren. Das tue ich, glaube ich, da mal hier rein. Protection 1 ist unnötig. Das hier können wir erstmal behalten. Efficiency 1 ist auch unnötig. Sharpness 1 ist unnötig. Piercing 1 ist unnötig. Und Fire Protection ist eigentlich auch unnötig. Also wir haben jetzt hier so einen ganzen Haufen. Wir haben hier Respiration, ist gut für den Helm. Wir haben Unbreaking, wir haben Power und Feather. Ich glaube, ich mache erstmal richtig gute Schuhe. Das bedeutet, hier machen wir jetzt das drauf und dann nochmal Mending. Und das bedeutet, wir haben jetzt Protection 4, Unbreaking 3, Death Strider und Feather Falling und Mending. Also das sind schon mal richtig starke Schuhe. Die, glaube ich, nenne ich schon mal hier irgendwie Eriks Schuhe. Dann wissen wir schon mal, dass die schon mal sehr gut verzaubert sind. So, und dann habe ich jetzt noch den Harnisch. Da können wir auf jeden Fall auch Mending drauf machen, das ist auch nicht so teuer. Nenne ich dann mal Eriks Harnisch. So. Zack, die sind auch schon mal gut. Den Helm können wir jetzt auch noch besser machen mit Respiration. Und wir haben ja auch Unbreaking, stimmt. Also ich kann hier Respiration drauf machen. Ich guck mal, was hier günstig ist. Also Respiration, Unbreaking wäre günstig. Mache ich erstmal Unbreaking drauf. Dann machen wir Respiration drauf und dann machen wir Mending drauf. Nennen das Eriks Helm. Zack. Der ist auch schon mal ziemlich gut. Da könnte man allerdings noch Aqua Affinity drauf machen. Und ich weiß gar nicht, Respiration 3 gibt es glaube ich auch. Nicht nur 2. Harnisch haben wir ja. Okay, die Hose ist echt nicht gut mit Blast Protection. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir das halt irgendwie anders vielleicht hinkriegen. Also eigentlich brauchen wir nur noch die Hose nochmal anders. Und ich sehe gerade, wir haben gar keine Level mehr. Okay, haben wir hier noch eigentlich den Bogen mit Power, genau. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt nochmal schnell ein paar XP farmen in der XP Farm. Ja. Und dann, wenn ich genug Level habe, dann können wir ja nochmal ein bisschen weiter entschaden. Also, bis gleich. Oh mein Gott. Ich wollte gerade einfach hier noch ein bisschen drumherum bauen und das sind hier einfach direkt Diamanten. Ich habe zum Glück auch die Fortune-Spitzhacke dabei. Dann kann man die jetzt direkt schnappen. Oh mein Gott, und wie viele das sind. Oh mein Gott, das hat sich einfach richtig gelohnt. Let's go. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen gewartet und ein bisschen was gebaut in der Zeit. Und jetzt würde ich euch gerne mal zeigen, wie cool das ist, dass wir jetzt Mending haben. Denn wir haben ja jetzt hier alle Sachen so ein bisschen kaputt. Ich nehme mal die Hose nochmal da weg. Also die Sachen sind jetzt alle so ein bisschen kaputt. Und wenn ich jetzt XP einsammeln müsste, die sich eigentlich reparieren. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Das bedeutet, ihr seht schon, ich kriege gar nicht die ganzen Level als Level so gesehen, sondern das geht jetzt hier alles auf meine Rüstung drauf. Und ihr seht, wie sich die immer
weiter heilt quasi. Oder wenn ich jetzt hier hingehe, seht ihr das. Die Sachen heilen sich einfach wieder voll. Was ziemlich nice ist. Und ziemlich OP in meinen Augen. Weil man so halt, also ich brauche jetzt theoretisch, wenn ich das auf jeder Rüstung habe, dann brauche ich ja nie wieder Diamanten für Rüstung quasi. Und das ist halt auch auf Schwertern denn so und auf Spitzhacken und so weiter. Das bedeutet, ich brauche halt niemals wieder andere Sachen. Sondern kann halt, und brauche theoretisch keine Diamanten mehr, sondern kann halt immer meine jetzigen Sachen halt benutzen. Das ist natürlich ziemlich nice. Und ja, ihr seht schon, also es ist jetzt alles wieder voll. Die Hose hat natürlich noch kein Mending, weil die ist auch noch nicht so toll verzaubert. Und ich würde sagen, ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen stehen und werde das Ganze hier noch ein bisschen ausbauen vielleicht. Damit das Ganze hier später noch ein bisschen cooler wird. Und ich werde dann hier später, denke ich, auch mal so einen Glaskasten drum bauen, dass man hier einfach so an der Seite dann rumlaufen kann und dann kann man da reingucken und so. Finde ich, glaube ich, ein bisschen cooler als halt nur dieses Kobbelgewölbe halt drumrum. Sondern wenn man halt noch reinschauen kann, das wäre vielleicht ein bisschen cooler. Aber ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen warten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug Level. 21 sollten auf jeden Fall reichen. Und ich habe hier noch ein bisschen weiter gebaut. Das Ganze wird, denke ich, später noch ganz cool aussehen, wenn wir hier noch ein bisschen mehr Glas haben. Das werde ich jetzt auch demnächst einmal hier mit runternehmen. Aber jetzt laufen wir erstmal wieder nach oben und werden dann auf jeden Fall mal die restlichen Sachen hier nochmal zu Ende verzaubern mit Mending. Und vielleicht schaffen wir sogar den Bogen, weil ich nicht weiß, ob 21 Level dafür reichen werden. Ich habe auch gerade überlegt, auf den Bogen Mending zu machen. Allerdings glaube ich, also man kann nämlich beim Bogen nicht gleichzeitig Mending und Unendlichkeit darauf packen. Und ich glaube, Unendlichkeit ist halt doch besser, wenn wir vor allem gegen den Drachen zum Beispiel kämpfen. Da hätte ich, glaube ich, lieber unendlich Pfeile, weil, ich meine, mit einem Bogen kann man sowieso relativ oft schießen. Und Mending würde darauf jetzt nicht so viel bringen, weil, wie gesagt, der hält sowieso ziemlich lange. Aber halt, so viele Pfeile würden halt schon was bringen, weil ich dann halt mehr Platz im Inventar habe für andere Sachen und mir die Pfeile halt einfach nicht ausgehen. Das wäre, glaube ich, schon worth. Und dementsprechend werde ich hier gleich mal kurz meinen ganzen Müll irgendwo reinspammen. Okay, das ist sowieso schon voll, dann mache ich das mal hier rein. Und wie gesagt, 18 Diamanten haben wir auch noch gefunden, das war auch richtig lustig. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen drumherum bauen, damit es nicht so langweilig ist für mich. Und dann habe ich da einfach so viele Dias gefunden. Ja, wir machen jetzt aber nochmal hier auf die Axt auf jeden Fall Mending. Die ist auch ziemlich gut. Das wird dann hier Eriks Axt. Hoppala. Da muss er nur noch einmal vielleicht Efficiency 4 nochmal rauf. Zack, haben wir die fertig. Dann die Spitzhacke, diese hier genau. Auch Mending drauf, kostet auch nur 3. Das ist eigentlich so günstig, ne? Spitzhacke. Zack. Und die Schaufel weiß ich noch nicht, die ist noch nicht perfekt. Das lassen wir, glaube ich, dann erstmal. Aber wobei, ich mache da einfach Mending drauf, scheiß drauf. Wir haben es ja, ne? Eriks Schaufel. Zack. Und das Schwert ist halt nicht so gut. Und die Spitzhacke ist auch noch nicht so toll, deswegen werde ich da noch nichts drauf machen. So, aber der Rest ist jetzt soweit fertig. Und jetzt kann ich wieder einfach zur Farm gehen. Und das Ganze dann mal voll machen lassen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch machen, aber ich glaube, das ist relativ langweilig, das müsst ihr euch nicht mit anschauen. Von daher würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Mending in die Kommentare. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer weiteren Folge. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.